Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es dieses super leckere Gericht mit Spitzkohl und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das leckere Kohlgericht benötige ich einen kleinen Spitzkohl, der wiegt ungefähr 700 Gramm. Eine mittelgroße Zwiebel, die habe ich klein geschnitten, 100 Gramm Hackfleisch, 5 große Pilze hatte ich noch da, die werde ich auch da rein tun. Dann habe ich 12 getrocknete Tomaten, 50 Milliliter Olivenöl, 1 Teelöffel Chilipulver, 1/2 Teelöffel Kümmel und eine Knoblauchzehe. Dann benutze ich noch ein Lorbeerblatt und natürlich Salz und Pfeffer. Ein wenig Wasser werde ich auch dazu tun und wir können jetzt auch schon loslegen. So, als erstes schmore ich das Hackfleisch zusammen mit den Zwiebeln an. Dann nehme ich das Olivenöl, die klein geschnittene Zwiebel, und die 100 Gramm Hackfleisch. Dazu gebe ich 1/2 Teelöffel Salz. Und 1/2 Teelöffel Pfeffer. Während das Hackfleisch mit den Zwiebeln schmort, kann ich schon mal den Spitzkohl schneiden. Den Kohl habe ich jetzt gewaschen, der tropft ab. Währenddessen kann ich die Pilze und die Tomaten klein schneiden. Die Zwiebeln und das Hack sind jetzt schön angebraten. Jetzt kommen unsere Gewürze dazu. Knoblauch, Chili, Kümmel und ein Lorbeerblatt. Dann die Pilze. Und die getrockneten Tomaten. Jetzt tue ich in Etappen den Kohl dazu. Der ist noch ein bisschen nass. Den habe ich gewaschen und abtropfen lassen. Das sieht jetzt zwar sehr viel aus, aber der Kohl geht ja ein. Jetzt kommt das Glas Wasser dazu. Das sind ungefähr 100 bis 120 Milliliter. Und dann mache ich auch erstmal den Deckel zu. Ich hatte ja 110 Milliliter Flüssigkeit, also Wasser hinzugetan und dann war noch so ein bisschen Wasser, weil ich den Kohl gewaschen hatte, war auch noch so ein bisschen Feuchtigkeit. Ich glaube, das wird auch reichen. Ab und zu gucke ich nach, wie es so ist, damit es nicht anbrennt. Wenn der Kohl immer noch nicht gar ist, kann man ja immer noch ein bisschen Wasser dazu tun, aber ich glaube, das wird nicht nötig sein, denn Spitzkohl ist ja in der Regel relativ schnell gar. Ich mache jetzt wieder den Deckel zu. Der Kohl hat jetzt so ungefähr 15 Minuten geschmort im Topf. Ich habe ab und wieder mal nachgeguckt, wie es mit der Flüssigkeit ist. Jetzt ist hier nur noch so ein ganz bisschen Flüssigkeit. Jetzt tue ich noch ein bisschen Butter dazu, weil mir gerade danach ist. Das ist ja auch Geschmacksträger.
das Essen auch schon fertig? Mein super leckeres Kohlgericht mit Spitzkohl und Hackfleisch ist jetzt fertig und es ist total lecker, es duftet hier unglaublich gut. Probiert dieses Gericht unbedingt mal aus. Es ist in 20 Minuten fertig und ist ein totales Wohlfühlessen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.